Die Sports Professional von Mark & Sons hat das Potenzial, mein Uhrenbudget zu räubern. Nicht ganz dieses Modell. Ich möchte ein anderes Modell. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Jetzt geht es erstmal um dieses Schmuckstück hier. Ihr wollt mehr wissen? Bleibt einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Mark & Sons, eine Marke, die ich lange nicht kannte, zumindest nicht live real kannte, nur vom Namen her. Und seitdem ich die ersten Uhren wirklich mal in der Hand hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Marke, die mich begeistert und die mich komplett überzeugt hat, sowohl in der Qualität als auch in der Preisgestaltung und insbesondere auch im Design. Heute geht es um die Mark & Sons Sports Professional in der Black Ceramic Version. Hier im Splitscreen könnt ihr sehen, dass das antireflektionsbeschichtete Saphirglas je nach Lichteinfall leicht bläulich schimmert. Meistens passiert das unten rechts bei der Aufnahme. Das ist ein Experiment von mir in gewisser Weise. Ich wollte einmal versuchen, aus zwei Kameraperspektiven zu filmen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob es euch gefällt, wie es euch gefällt, ob es vielleicht verwirrt. Ich persönlich finde es ganz aufschlussreich, aber das muss natürlich nicht jeder mögen. Deshalb lasst gerne einen Kommentar da, was ihr darüber denkt. Die Sports Professional von Mark & Sons kommt aktuell, und aktuell heißt August 2022, mit einem Preisschild von nur 690 Euro. Wer im Internet etwas stöbert, stößt leicht auf einen Rabattcode von 5%, sodass wir hier in einer Preisregion von um die 650 Euro liegen. Und das finde ich für diese Uhr wirklich erstaunlich fair, um nicht zu sagen günstig. Schaut euch nun mal das Band an, wie das gearbeitet ist, und die Schließe. Das zeige ich euch aber später im Video noch alles im Detail. Ich kann nur sagen, diese Uhr hat mich dermaßen überzeugt, dass ich einen Teil meines Uhrenbudgets für eine Schwester dieses Modells reserviert habe und bereits auf der Suche nach einer guten Gebrauchten bin. Das passiert nicht so oft, dass ich mir Uhren, die ich im Review zeige, auch tatsächlich kaufe. Ansonsten wäre ich komplett pleite. Bei dieser Uhr ist es wirklich so gewesen. Ich habe sie gesehen, habe sie betrachtet und habe gedacht, was gibt es denn da sonst noch? Und ich muss sie haben. Geht nicht anders. So gut gefällt sie mir. Aber ich möchte natürlich euch langsam sagen, was mir an der Uhr gefällt und vor allen Dingen auch, wie die Uhr aufgebaut ist. Erstmal die Maße. Der Durchmesser beträgt 42,5 mm. Der Bandanstoß beträgt 22 mm. Und die Uhr hat eine Bauhöhe von stattlichen 13,8 mm. Der Horn-zu-Horn-Abstand stand nicht auf der Webseite, das heißt, den muss ich nachmessen. Und handvermessen ist der Hornabstand knapp unter 50 mm, das ist ungewöhnlich, messen wir nochmal nach. Ich denke, er wird bei ziemlich genau 50 mm landen. Ja, ob es jetzt 49,8, 49,9 oder 50 sind, das macht den Braten nicht fett. Und das ist so in etwa auch meine Wohlfühlgrenze und meine Schmerzgrenze bei den Uhren. Das Saphirglas auf der Frontseite ist antireflektionsbeschichtet. Die Lünette ist aus Keramik in einem schönen Grau, was mir sehr gut gefällt. Und die Uhr wird angetrieben durch ein Sellita SW200-1. Zeiger und Indizes sind belegt mit Super Luminova BGW 9. Die Uhr wiegt mit Stahlband 194 Gramm und ist wasserdicht bis 30 ATM, entsprechend 300 Meter Tiefe. Auch das mehr als die allermeisten von uns in ihrem Alltag vermutlich brauchen.
Die Schließe ist schön massiv. Der Boden ist mit dem Mark & Sons Logo versehen. Und das Stahlband passt sehr genau an die Uhr. Die Endlings wackeln nicht. Das Stahlband klappert nicht, schmiegt sich aber angenehm um den Arm und die Schließe schließt mit einem satten Klack und hat die von vielen gerne genutzte Verlängerung, die auch funktioniert, wenn die Schließe geschlossen ist und die Uhr am Arm. Ihr könnt ja noch sehen, dass die Schließe mit Folien versehen ist. Die habe ich nicht entfernt, weil ich die Uhr so zurückschicke, aber das ändert natürlich nichts daran, dass man gut erkennen kann, wie massiv die Schließe gearbeitet ist. Die satinierten Flächen sowohl an Schließe als auch an Uhr sind sehr sauber gearbeitet. Die polierten Kanten sind ebenfalls sehr sauber gemacht. Die Schließe ist massiv und aus dem Vollen. Mir persönlich sind diese Art von Schließen immer etwas zu groß am Arm, aber viele mögen das sehr gerne und freuen sich über eine Tauchverlängerung, die sie auch am Arm entsprechend bedienen können. Apropos am Arm, so sitzt die Uhr bei mir am Arm und das Band ist ausreichend lang, auch für größere Arme. Ihr könnt sehen, wie viel Platz ich mit meinen 17,5 cm Armen habe. Und ich glaube, dass die Uhr an meinem Arm durchaus gut sitzt und einen sehr guten Eindruck macht. Ihr könnt hier nochmal bei den unterschiedlichen Aufnahmen sehr schön sehen, wie die Antireflektionsbeschichtung teilweise blau und teilweise eben auch nicht blau schimmert. Insgesamt ein schönes Lichtspiel, was mir persönlich sehr gut gefällt. Zum Blatt möchte ich noch sagen, und das konnte ich gar nicht so gut einfangen, wie es gemacht ist, sowohl die Indizes als auch die Zeiger sind aufgesetzt und das schafft bei dem Blatt eine wunderschöne Struktur und ist ein echter Hingucker. Auf der Innenseite der arabischen Ziffern zwischen dem kleinen Innenring mit den 13 bis 23 oder 24 Stunden Markierungen laufen konzentrische Kreise. Und hier nochmal die polierten Phasen des ansonsten mattierten Gehäuses. Eine wirklich aufwendig gemachte Uhr. Und ich versuche nochmal, ob ich das zeigen kann mit den Ziffern. Ich schaffe es gar nicht, diese Tiefe richtig zu erfassen. Aber was ich zeigen kann, ist, dass die Endlings überhaupt nicht wackeln, bombenfest. Da habe ich Uhren auf dem Tisch gehabt und auch in meiner Sammlung, die das Dreifache kosten oder mehr als das Dreifache und deutlich mehr wackeln. Also das ist richtig gut und ist sehr hochwertig gemacht. Das Band liegt übrigens auch wirklich angenehm am Arm und stört in keinster Weise. Bei Metallbändern bin ich manchmal etwas empfindlich und bei dieser Uhr ist das überhaupt nicht der Fall. Wirklich angenehm zu tragen am Arm. Was mir übrigens auch ganz gut gefällt, ist die größere 12. Das verleiht der Uhr nochmal einen etwas anderen Charakter. Mancher könnte sagen, sie sieht ein kleines bisschen aus wie die Breitling Super Ocean 2. Bei dem Modell, was ich für mich ausgesucht habe, was irgendwann einmal zu mir kommt, ist das noch offensichtlicher. Ich finde aber, die Uhr hat genug eigenständige Merkmale, um nicht als Klon oder Lookalike durchzugehen. Die Bandglieder sind übrigens verschraubt und ausreichend groß, um der Uhr auch Charakter zu verleihen, gleichzeitig aber auch klein und flexibel genug, um die Uhr komfortabel am Arm sitzen zu lassen. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe den Sekundenzeiger bei 12 Uhr gestoppt. Und dann drehen wir den orangenen Minutenzeiger zurück. Und ihr könnt sehen, wie perfekt die Zeiger gesetzt sind. Der Stundenzeiger schaut exakt gleich zu beiden Seiten raus. Ich glaube, besser kann man Zeiger nicht setzen. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass ich irgendwann eine Mark & Sons in meiner Sammlung habe und
Ich persönlich habe mich ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen mehr in eine farbige Variante verguckt. Da schauen wir aber später drauf. Vorher gucken wir uns noch an, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Ich habe die Nachtaufnahmen mit allen drei Uhren gemeinsam gemacht. Zunächst mal ein bisschen Taschenlampe drauf, damit man auch richtig was sieht. Und die Sports Professional liegt hier rechts im Bild. Und so sieht die Sports Professional im Nachtbild aus. Eine wirklich tolle Uhr. Die große 12 ist ein schöner Anhaltspunkt, gleichzeitig auch das Leuchtdreieck auf der Lünette. Man sieht beim Drehen auch schön die Tiefe der Uhr. Wirklich klasse gemacht und ich vertraue der Uhr, dass sie über die ganze Nacht lange, eindrucksvoll und nachhaltig leuchtet. Das Modell, was ich mir ausgesucht habe, ist die Sports Professional Schwarz-Gelb. Und die sieht wirklich ein bisschen aus wie die Super Ocean 2 von Breitling, aber trotzdem auch in vielen Punkten ganz anders. Und das ist das Modell, was ich sehr gerne irgendwann haben möchte. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.